Das Kunstmuseum Liechtenstein zeigt in der Retrospektive André Tomkins Eternal Network das breite Schaffen des 1930 in Luzern geborenen Schweizer Künstlers. Bis dato wurde Tomkins in der Kunstszene als genialer Zeichner gehandelt. Jetzt versuchen wir eine Neubewertung des Künstlers, indem wir hinweisen darauf, dass das Werk von André Tomkins sehr viel breiter angelegt ist, viel experimenteller und auch konzeptueller angelegt ist, als das durch diese Festlegung auf einen bestimmten Teil seines Werkes seit den 70er Jahren der Fall gewesen ist. Alltägliche Materialien wie Gummi, Fundstücke, Lebensmittel sowie Zeitungen prägen sein Werk ebenso wie tradierte Techniken. Großzügig in der Materialwahl, witzig, tiefsinnig, überraschend vielfältig. Die ganze Breite und Vielfalt des 1985 verstorbenen Künstlers präsentiert nun das Kunstmuseum Liechtenstein. Dieses Knopfei ist 1958 entstanden im Atelier von André Tomkins. Und anhand dieses Eis kann man die besondere Begabung, das besondere Gespür von André Tomkins, selbst für einfachste Materialien und ihre Wirkungen erkennen. Tomkins Humor zeigt sich auch in dieser Wortarbeit, in der er aus dem Wort weitermalen Anagramme entwickelt hat. Also das heißt, er hat die Buchstaben des Wortes umgestellt und neue Wörter entwickelt. Neben der Bild- und Wortkunst hat Tomkins auch Musikkunst geschaffen. Er fertigt seine Musikinstrumente, die bespielbar sind, aus Brennholz. Die Technik der Lackskins ist eine Technik, die Tomkins 1955 erfunden hat. Und diese Lackskins ziehen sich durch sein gesamtes Werk bis in die 80er Jahre hinein. Die Technik ist experimentell entstanden. Er hat Lackfarbe auf Wasser schwimmend bearbeitet. Er hat geblasen, er hat mit dem Stöckchen gearbeitet, er hat geschnitten, er hat Chemikalien, aber auch andere Flüssigkeiten verwendet, um den Lack in Bewegung zu bringen, hat dann am Ende das entstandene Bild mit Papier abgehoben und fixiert. ...1967 hat Tomkins begonnen, mit dem Material, dem elastischen Material, Gummi zu arbeiten. Er sagte dazu später, der Gummi hat mich elastifiziert wie früher der Lack. Er nutzte diese einfachen Gummiringe, um Gummizeichnungen, alle mit recht humorvollen Titeln und in einfachen Formen zu realisieren. Die Arbeit, die Sie hier sehen, heißt 17 bürokratische Zeichnungen mit Gummiringen und Tape als Schreibtischtheater. Insofern sind die Titel immer extrem wichtig, weil sie zu dem Bild dazukommen, es aber nicht erklären, sondern durch diese sprachliche Ebene noch einmal eine weitere Bedeutungsebene oder sagen wir mal ein neues Feld eröffnen. Thank you.
Rund 370 Exponate erwarten den Besucher in der Ausstellung. Das Kunstmuseum hat diese Werke aus dem Nachlass, der ungefähr 6700 Werke umfasst, ausgewählt und aufgearbeitet. Die Ausstellung wird anschließend in der Kunsthalle Düsseldorf und auch in Graz zu sehen sein. Andre Tomkins Eternal Network noch bis zum 15. September im Kunstmuseum Liechtenstein in Vaduz.